Um Gutes zu tun, braucht's keiner Überlegung. So ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe, welches auf der Internetseite der Katzenhilfe Karlsruhe zu finden ist. Nett schwätze, anpacke, würde man hierzulande sagen. Und dieses Anpacken hat die Katzenhilfe in Karlsruhe-Neureuth zurzeit wirklich nötig. Denn der Verein platzt aus allen Nähten. Die Vorsitzende Vera Schmitz und ihre ehrenamtlichen Helfer müssen sich nicht nur um die vielen heimatlosen, entlaufenen und abgegebenen Katzen kümmern, dazu kommen auch noch zahlreiche Katzenmamas mit ihren kleinen Babys. Doppelte Arbeit also für die Tierschützer. Die Katzenhilfe arbeitet unermüdlich, doch die Arbeit wird immer mehr und mehr. Die ständig wachsende Anzahl an Fund- und Abgabekatzen, gerade in der Ferienzeit, dazu die Jungkatzenschwämme der Frühjahrskätzchen, bringt die Katzenhilfe an ihre Belastungsgrenze. Alleine im ersten Halbjahr 2012 hatte der Verein rund 50 Katzenjunge aufgenommen. Von diesen konnten bisher noch lange nicht alle vermittelt werden. Frau Schmitz, woher kommen denn eigentlich diese vielen, vielen Katzen, die Sie zurzeit hier haben? Also die meisten Katzen, die wir haben, sind ausgesetzte Katzen oder zugelaufene oder abgegebene Katzen. Und wie schaffen Sie das überhaupt? Sie haben, glaube ich, rund 95 Katzen. Davon sind etliche natürlich auch auf Pflegestellen. Wie viel Arbeit ist das? Ja, rund um die Uhr. Man kann sagen 20 Stunden. Also ich schlafe zurzeit 4 Stunden. Irgendwann muss man auch die Buchhaltungsarbeit noch machen. Also sind 4 Stunden Schlaf zurzeit. Jetzt suchen Sie ehrenamtliche Helfer. Das können auch junge Helfer sein, oder? Ja, also junge Helfer insofern, dass sie die Katzen vielleicht streicheln und sah machen, scheue. Sie dürfen keine Angst haben, die jungen Helfer. Oder aber auch Leute mit Führerschein und die für mich Tierarztfahrten übernehmen würden oder abholen oder mal eine Falle irgendwo hinstellen. Also das suchen wir auch. Sie als Tierschützerin, was ist eigentlich Ihr Appell an Tierbesitzer, damit diese Katzenschwemme endlich mal ein Ende hat? Also ich bin nach wie vor für Kastrations- und Chippflicht und das, was auch gemeldet wird. Unbedingt, dass die Tierärzte das melden sollten bei TASO oder am Deutschen Tierschutzbund, dass es einfach von dort schon gemeldet wird. Nämlich viele melden ihre Tiere gar nicht an und so haben wir eine Katze mit einem Chip, wunderbar, wir freuen uns und dann ist sie nirgendwo gemeldet und wir können sie nicht zuordnen. Also lassen Sie Ihr Tier unbedingt beim Tierarzt chippen und auch registrieren, damit Ihnen Ihre entlaufene Katze so schnell wie möglich auch wieder zurückgegeben werden kann. Eine persönliche Bitte hätte ich noch. Falls Sie den Wunsch haben, sich eine Katze anzuschaffen, geben Sie auch den älteren und nicht ganz so perfekten Katzen eine Chance. Denn nur weil ein Stubentiger nicht mehr ganz so fit ist, sollte er nicht verstoßen werden. Leider sind Alter und Krankheit der Katzen oft Abgabegründe. Wer seinem Tier die Gelegenheit nimmt, in Würde in seiner gewohnten Umgebung zu altern, der sollte meiner Meinung nach gar kein Tier besitzen. Falls Sie der Katzenhilfe Karlsruhe in welcher Form auch immer helfen möchten, alle Infos dazu finden Sie auch auf der Internetseite des Vereins.